So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Draft-Folge, Magic Draft. So, ich habe jetzt mein Fenster hier nach oben wieder gesetzt. Ich glaube, das ist besser, wenn man jetzt die Karten begutachtet und das Deck jetzt baut. Habe ich das jetzt einfach mal so gemacht? Ich dachte, beim Spielen wäre es gut, wenn es in der Mitte ist. Aber wir spielen ja noch nicht. Und jetzt schauen wir uns erstmal unser Deck an und beim nächsten Mal fangen wir gleich an zu spielen. So machen wir das. Oder was sagt ihr? Ich glaube schon. Gut. Dann nichts wie rein in die Action. 53 Karten ist mir auf jeden Fall zu viel. Okay, dieses Artefakt bringt mir gar nichts. Opfere Tormods Krypta und schicke alle Karten aus dem Friedhof eines Spielers deiner Wahl ins Exil. Nein. Durchbrechen gefällt mir. Raserei gefällt mir. Verteidiger gefällt mir. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Mir gefallen irgendwie einfach alle Karten. Ich habe einfach, das ist jetzt mal so ein Draft. Nicht lange überlegen, einfach Karten rein und gleich loslegen gegen den Gegner. Aber dieses Deck könnten wir. Schauen wir mal, wie viele Länder wir haben. Mal hier, okay, wir haben ein bisschen mehr rote Zaubersprüche, das heißt, wir brauchen ein bisschen rot mehr. Wir haben 17 Länder. Ich würde noch ein Gebirge mit reinnehmen. Ein Gebirge mehr. Plus. Und jetzt halt die Karten reduzieren. Wir können unser Deck einfach verbessern, indem wir schlechte Karten aussortieren. So machen wir das. Kreaturen 18. Okay, passt. Schauen wir uns das mal an. Okay, das ist so ein Removal, finde ich gut. Finde ich nicht übel. Finde ich auch gut mit den Marken. Garuk, einen können wir schon drin haben. Der Feuerteufel oder der Flammenteufel, flammenkippender Teufel. Drei Schatz. Das ist ein bisschen teuer, den lassen wir mal draußen. Chaos. Na. Okay. 5-5 ist eine gute Kreatur, finde ich. Eigentlich die stärkste. 5-5, 10 insgesamt. Gut, sie hat auch insgesamt 10, die Bestie. Aber die drei Abwehrpunkte sind halt schon schwach. Schade, da hätte ich vielleicht noch einen von Garuk, hätte ich vielleicht noch einen Bluthorn mit reinnehmen sollen. Fällt mir jetzt ein. Wir haben ja doch einige Verstärkungszauber. Säbelzahntiger, den wollte ich schon immer mal hier drin haben. Säbelzahnreißer. Ja, gut, er hat halt die Stärke 4, die uns doch einiges bringen kann. Obwohl der Ogre hat auch 4, er hat 3 Trüffelschweinchen, Mieze einmal drin. Das ist auch ein Verstärkungszauber. Einfach nicht fliegen können, nicht blocken. Ist auch nicht schlecht. Bisschen teuer. Furioser Aufstieg wollte ich mal. Blablabla. Kreaturen, die du kontrollierst, halt ein plus 2, plus 0 bis in das Zug ist. Ist halt auch gut. Okay, raus mit dir. Titanisches Wachstum, einmal drin. Das hier, okay, das reicht einmal. Tyrannodon, Rückkehr zur Natur, Wutentfesseln. Wir haben halt viele Karten nur einmal. Bravour. Opfere ihn. Genau, ihn kann man opfern. Mit was würde das interagieren? Da hatten wir doch die Karte mit irgendwas mit Opfern. Das Spiel kommt. Okay, der ist mit der 4. Also, wenn ich jetzt andere 4 Stärke-Kreaturen habe, kann ich jemandem 2 Schadenspunkte zufügen. Trampel. Ah, hier. Blitzhund. Das halt mit Trampel, ne? Das ist gut. Der ist gut. Gott zur Natur ist gut. Wut. Ah, die ist auch gut. Verlockung. Egal. Verlockung lassen wir jetzt mal weg. Feuertöle, Chandras, Magmaköter. Das Kurzschwert 1-1.
Lebenspunkt ist das so wichtig. Boah, ja, wir machen, nehmen wir das jetzt mal raus, das gegen fliegende Kreaturen, oder? Da mal ein. Okay, ja, dann nehme ich das Kurzschwert doch mal raus. Das ist Gute mit Trampelschaden. Puh, schwierig, da die Karten rauszunehmen. Für mich jetzt. Popopopopo. Oder ich nehme noch ein Land mit rein und dann spiele ich einfach mit 48 so. Da gebe ich jetzt nichts. Ist nicht verboten. Okay, noch ein Gebirge und dann spiele ich mit 48 so. Fertig aus. Es wird einfach gespielt. Leute, wir spielen einfach. Nicht lange schnacken. Wir spielen weiter. So, wir testen es mal. Wir können es jetzt erstmal beim ersten Spiel auf seine Tauglichkeit testen. Und dann nochmal modifizieren, würde ich sagen, oder? Machen wir das so. Schauen wir mal, ob jemand bereit ist, gegen uns anzutreten. Ja, haben wir doch schon jemanden. Ging doch relativ flott. Ah, Aya B. Beasting. Aiai. Aiai B. Beasting. Gut. Sieht nicht so gut aus. Machen wir nochmal Mulligan. Okay, sieht besser aus. Düdüp, 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 düdüp. Die behalten wir. Okay, sechs behalten. Welche legen wir ab? Kein Teufelchen vielleicht. Ist ziemlich teuer. Und bis wir den raus haben. Okay. Und das Fallgitter. Ja, es könnte laufen, wenn wir jetzt noch ein Land bekommen. AJ, nicht AI. AI, AJ, mein Gott. Ha, frage ich, ob ich jetzt angreifen kann, wenn ich ihm Riesenwuchs gebe. Das würde mich jetzt interessieren. Ach, ich glaube es nicht. Jetzt Mana-Probleme, Mana-Probleme. Oh nein. Ah, es wäre so ein guter Start gewesen, wenn wir jetzt noch einen Mana bekommen hätten. Ah, das ist genau die Stärke des Decks. Ja, blöd jetzt. Immer wenn du eine Karte ziehst, lege eine 1-1-Marke. Oh Gott. Eieiei. Okay, die Karten sind nicht teuer, aber wir haben halt einfach kein Land. Ein Land noch und wir könnten alle Karten ziehen. Aber wir sind natürlich jetzt zwei Länder hinten dran, ne? Auch super schlecht. Ich dachte, mit 18 Ländern kommen wir eigentlich gut weg. Aber so. Zwei Länder sind halt einfach gegen zu wenig. Ja, ist ja auch gute Kombi. Ja, er hat auch die stolze Mieze. Super. Finde ich gut. Mach halt einfach gar nichts. Und hoffe drauf, dass wir ihn jetzt blocken können, wenn er angreift. Oh, ist das schade, ist das schade. Ich glaube, die Partie wird sehr schwierig ohne Mana. Ach, ich will mich auch nicht immer über Mana beschweren, aber es ist halt einfach so in dem Spiel. Und das ärgert einen halt. Vor allem, wenn man halt nicht so teure Karten auf der Hand hat. So, was ist los? Geht da noch was? 28 Karten noch. Wie viel haben wir? 38, 10 mehr. Herr Beasting, Herr AJ, AJ B. Beast, AJ B. Beast. Weiß nicht weiter. Soll ich angreifen? Soll ich nicht angreifen?
Also lege eine 1-1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, dann fügt sie eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Okay. Machen wir mal. Können wir ihn noch retten? Super, noch gerettet. Okay, jetzt kommen wir halt den Blitz und. Boah, 7 ist halt schon heftig. Aber er hat keinen Trampel, ne? Boah, ist das fies mit dem Mana. Ist das fies. Das ist fies. Wie viele Züge haben wir denn jetzt schon? Ah. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Karten. Und 2 Mana. 11 Karten, 2 Mana ist natürlich unterirdisch. Durchsuche der Bibliothek nach bis zu 2 Standardländern. Ja, so kultivieren hätte uns jetzt auch nichts gebracht mit 2 Mana. Oh, er hat noch Mana bis. Okay, Leute, das ist vorbei. Ich glaube, das wird nichts mehr. Einfach zu wenig Mana. Ich will trotzdem noch nicht aufgeben, ja. Ich will trotzdem noch nicht aufgeben. Hätte man kein Trampel. Doch, er hat Trampel. Was ist da los jetzt? Wann hat er Trampel? Okay. Ey, ich habe echt keine Lust jetzt, Leute. Ich tut mir leid, aber ich habe echt keine Lust, mit 2 Mana da rumzudümpeln. Ich habe echt keine Lust weiterzuspielen, aber ich. Okay, ich mach's jetzt einfach nochmal. Brauche halt noch eine Karte. Soll ich jetzt durchlassen? Ach, das ist halt schon ziemlich heftig. Ah ja, Trampel. Was soll das mit Trampel? Na, er hat irgendeinen Spaß auf der Hand. Ach, Mist. Sechzehn. Aber nur bis zum Ende des Zuges, oder was? Hatte die jetzt echt verdoppeln können? Wow, das ist gut. Das ist gut. Ja, vergiss es. Ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei, leider. Hatte noch einen Neutralisationszug. Okay, es ist vorbei. Ja. Mana ist zu wenig. Okay, ich hau noch mehr Mana rein. Ist mir egal. Spielen wir jetzt mit 50 Karten. Also ich fackel da nicht lange rum. Ich fackel da echt nicht lange rum. Na, nö. Ich fackel da überhaupt nicht lange rum. Okay, warte mal. Was los? Was los? Was passiert jetzt hier? Werden wir sterben? Wir werden sterben. Minus 13. Ja, schon ganz gut mit den Marken. Das war jetzt eine gute Kombi. Was ja wirklich so? Verdoppelt echt die Marken. Gute Karte. Gute Karte. Muss ich mal überlegen, ob ich die auch in meinen Token, meinen Markendeck habe. Okay, es war jetzt verdammt schlecht. Ja, spielen wir noch mal eine Runde, glaube ich, bevor wir jetzt noch mal das Deck zu. Aber 2 Mana? Ernsthaft bei so viel Karten? So, 2 Mana mehr. Jetzt haben wir wie viel Mana? 21. Soll ich noch mal eine Karte rausnehmen oder 2 Karten? Oh, ich bin echt Mana geschädigt jetzt. Egal, ich probiere es jetzt noch mal. Ich habe
habe heute wirklich kein. Merkt ihr das vielleicht? Ich habe keine Geduld. Ich glaube an das Deck. Wenn wir jetzt Mana gehabt hätten, denke ich, wäre das Match ganz gut ausgegangen für uns. Urd gegen Urd. Kurzer Name, so wie wir. Okay, wir haben Mana. Gott sei Dank. Okay, wir behalten das. Gut, wir hatten ja auch einen Mulligan, ne? Muss man sagen. Beim ersten Mal. Das hat uns auch eine Karte weniger verschafft. So, jetzt. Blitzhund hinterher. Läuft. So habe ich mir das auch vorgestellt. Genau. So, läuft. So ist das. Man braucht halt wirklich die Karten auch dafür, ne? Oh, der ist super. Der ist super. Den habe ich mir letztens erst noch gecraftet. Oh, das ist schon ein guter Angriff. Das dachte ich mir doch. So habe ich mir das vorgestellt. Genau, wenn du Mana hast und dann noch die paar Karten ziehst, läuft es doch wunderbar. Also den Schlamm hätte ich jetzt, würde ich jetzt nicht opfern, ehrlich gesagt. Aber wenn er den jetzt komplett durchlässt, ist das schon ziemlich viel Schaden. Ne? Ist jetzt auch nicht genau, was ich machen würde an seiner Stelle. Ah, er blockt doch die schwächere Kreatur. Ich habe den auch gut hochgebufft jetzt. Jetzt könnte ich. Wie viel? Ein Planeswalker oder ein Planeswalker deiner Wahl. Eine Kreatur oder Planeswalker. Okay. Schade. Kann man jetzt nicht direkt an den Spieler verteilen. Herzfeuer. Gut, nächste Runde. Kommt dieses Biest, würde ich sagen. Erzeuge einen Mana. Okay, ein bisschen weit von der Ferne, Freundchen. Und Angriff. Hat er irgendwas Spezielles? Nö. Ah. Ja, ein Tausch war in Ordnung, fand ich. Mich jetzt nicht gestört. Dann kommt meine Geißel als nächstes. Aha, Garruk. Garruk ist immer ein Dorn im Auge. Garruks Bluthorn. Ja, 7 ist halt heftig, ne? Aber 3 Abwehrpunkte ist auch leicht zu schocken, ne? Gibt es nicht diesen Schock für 3? Nee, Schocker 2. Ah, so verteidige ich auch noch. Egal. Wird halt jetzt ausgetauscht. Vielleicht ist es nicht so intelligent. Vier, oder? Eins, ja. Da kommt schon die nächste starke Kreatur hinterher. Er hat jetzt auch gut Mana. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen Grün. Er hat genau wie ich grün. Ah, er hat noch so ein, zwei Stück. Gut. Echt, jetzt kann ich die nicht wirken. Nein, die kann ich nicht wirken. Er muss halt alles, jede Karte. Ich tausche auch immer aus. Das ist halt super schlecht. Er hat noch mehr Karten. Vielleicht hätte ich nicht angreifen sollen mit den letzten beiden. Ich habe halt noch Trampel auch, ne?
Trampelfähigkeiten, die ich verteilen kann. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich die da hätte, aber ich wollte einfach aggressiv gehen, aggressiv drauf. Was? Jetzt ohne Scheiß, der hat den viermal im Deck oder dreimal? Nicht schlecht. Ja, können wir gerne austauschen. So, jetzt sieht's auch gut aus. Ich glaube, der Tausch war gut. Er hatte halt noch nicht so viele Vernichtungszauber mit Schadenspunkten und so. Die könnte er natürlich noch irgendwo versteckt hier anbringen. Also versteckt, nicht versteckt, aber versteckt an seiner Hand haben und uns dann damit vernichten wollen. Vernichten wollen? Ja, uns, ja, genau. Gute deutsche Sprache. So, 3-3er. Trüffelschweinchen. Keine Lebenspunkte. Ja. Schlecht. Ach nein, meine Güte, das auch noch. Sein Schweinchenopfer. Aber wir kriegen auch on top immer ganz gute Karten. Mal sehen, ob das Kartenglück noch erhalten bleibt. Na, Doppelblock ist klar. Welcher ist denn jetzt besser zur Vernichtung geeignet? Der fügt einer Spielerin war ein Schadenspunkt zu. Ja, mit dem Mana. Nö, nehmen wir das Schweinchen hier. Ja, wir hatten auch die Karten schon, die uns Karten ziehen lassen, ne? Also wir hatten hier unser Fallgitter. Das hat uns schon Karten ziehen lassen. Ach, jetzt hat er eine Spinne. Er hat auch viele Kreaturen. Er hat aber auch viele Kreaturen. Halt nichts. Lassen wir die jetzt noch zum Bluffen mal hier auf der Hand. Aber was willst du mit einer? Was hat der für Kreaturen? Was hat der für Kreaturen? Der hat eine Kreatur, zwei, drei, vier, fünf, nein, fünf. Fünf Kreaturen. Und dann sechs, sieben, acht Kreaturen hier nur auf dem Board. Zerstören Artefakt, zerstören Verzauberung. Okay, wir haben nichts. Nichts, nichts. Sieht halt übel aus, immer 5 Schadenspunkte. Nein, schon wieder verloren. Hä, man kann da angreifen. Ach, der kann schon, wenn andere Kreaturen Vieh haben, kann er schon angreifen. Bin ich schon tot? Ach, das kann er hinterher noch machen. Wie viel habe ich jetzt bekommen? Puh. Also ich finde heute, die Gegner sind gut heute. Die sind gut, Leute. Also ich dachte mir, mit dem Deck wäre jetzt mehr drin. Aber naja,
Das ist ein schlechtes Deck. Ich hätte mir doch mehr Zeit nehmen sollen. Okay, auf jeden Fall. Nächste Folge sehen wir uns wieder. Ihr wisst, es kann nicht mehr lange dauern. Wir haben zwei Spiele gespielt, zwei Niederlagen davon getragen. Wenn ihr euch das Elend noch länger anschauen wollt, schaltet einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und wenn wir Glück haben, fahren wir noch einen Sieg ein. Wenn wir Pech haben, lasst es eine ultimative Niederlage sein. Dreimal am Stück. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also seid gespannt, ob es die große Niederlagenserie wird oder ob nochmal ein Sieg drin ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.